Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Foundation. Heute geht's weiter. Wir dekorieren jetzt unsere Schneiderei und machen noch ein bisschen Bepflanzung hier hinten in dem Bereich. Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben, was dann noch alles so kommen kann. Gut, ich werde jetzt doch erstmal mit dem hier anfangen, damit es dann im Prinzip eigentlich komplett ist, weil es fehlt eigentlich nur noch ein bisschen so... Ja, das Grün. Ich würde hier eigentlich ungern so große Bäume hinmachen, ne? Also, ich meine, gut, naja, grundsätzlich... Ich meine, die Pappel ist halt schon echt riesig, ne? Aber so als Zentrum irgendwie auch echt gut. Ne? Grundsätzlich eigentlich eine schöne Idee. Aber da müsstest du halt auch tatsächlich so ein bisschen gucken... Habe ich hier nicht irgendwo, genau, so ein bisschen grün noch unten dran machen, dass das so ein bisschen gefixt ist. Und dann hatten wir doch über die andere Mod auch noch Gras, ne? Über die hier. Da könnte man doch so ein bisschen Gras wieder hinzaubern. Dass wir da einfach ein bisschen... Aber ansonsten ist das als Mittelpunkt eigentlich echt eine ganz nette Sache, ne? So, das. Jetzt haben wir hier die Nature Decoration. Dann das ausgefallene Naturpaket. Okay. Dann machen wir hier hinten. Machen wir hier noch einen großen. Oder hier. Ich glaube, hier hinten machen wir noch einen großen hin, ne? Aber grundsätzlich, ich glaube, viel mehr. An Dekoration möchte ich eigentlich nicht machen. Da haben sie eben halt das da, die Bretter. Ja, man könnte schon überlegen, ob man hier nochmal ein paar Bretter hinmacht. Das wäre in Ordnung. Pass auf, dann machen wir das mal so. Wir haben doch die Medieval Flair Mod. Und wenn ich jetzt hier mich braun... Eigentlich hätte ich am liebsten ein ganz leichtes, schlichtes, genau. Oder aus Holz. Ich glaube, aus Holz haben sie es nicht. Da hätten sie bloß so ein großes, das ist mir aber zu groß. So. Ist das gerade? Ich weiß gar nicht, ob das... also man kann das auf alle... Ja, das ist gerade. Dann können wir das ein bisschen hoch machen. So. Packen wir das schon mal hin. Und dann packen wir hier einfach nochmal ein bisschen was von den Brettern, ne? Wir haben ja hier irgendwo die ganzen Bretterstapel. Genau, dann können wir hier einfach nochmal so ein bisschen Bretter hin platzieren. So. Oh, verschiedene Größen brauchen verschieden viel Platz. Okay, gut zu wissen. Dann rutschen wir einfach noch ein Stück. Dass der große Bretterstapel hier auch gut Platz hat. Nein? Uah. Genau. So, und jetzt wäre natürlich eigentlich schon schön, wenn man das hier zumachen könnte. Und zwar hätte ich mir jetzt da, aber mit den Türen sieht es wahrscheinlich seltsam aus, ne? Ah, schade. Wäre jetzt eine interessante Idee gewesen, aber das mit dem abgerundet, das funktioniert halt nicht. Ich glaube, wir haben hier jetzt auch keine richtigen Wände, ne? Ich hätte auch das nehmen können. Aber das kannst du nicht erhöhen. Und hier hast du es halt komplett zu, das finde ich dann auch irgendwie blöd. Hm. Ja gut, wir könnten hier einen Tuch hinpacken, aber eigentlich auch nicht. Das ist nämlich zu breit. Sieht dann irgendwie seltsam aus. Na gut, macht nichts, ist trotzdem erstmal in Ordnung. So, passt's. Dann haben wir hier ja das da, ne? Und dann müssen wir hier hinten schon nochmal irgendwie so ein bisschen... Ja, dass das ein bisschen grün wird, ne? Dass die hier auch einfach ein bisschen was haben zum Schauen. Das ist der Lavendel.
Dann machen wir doch lieber nochmal so einen hin. So, dann gefällt mir das hier schon mal ganz gut. Ja. Jetzt haben wir... Na, komm schon. Da, jetzt, da. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Guck. Oh, spendet schon schön Schatten, ne? Das Ding. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen so. Und dann können wir hier hinten die dahin packen. So. Einfach nochmal so ein bisschen ein Häkchen, dass das alles ja, ganz nett ausschaut, ne? So. So. Ja, dich schieben wir noch ein bisschen rein. Dann haben wir jetzt hier eine Hecke. Ja, die Bäume sehen halt einfach echt nicht so schön aus, ne? Nee, 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 nee. Dann doch lieber irgendwie hier größere Büsche. Mal gucken, ob das noch was ausschaut. Im Moment zweifle ich noch dran. Im Moment finde ich es noch sehr seltsam. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Erleuchtung noch. Wir dürfen natürlich auch nicht zu weit raus. Busch 2. Ah, mit den Blumen ist das dann auch nicht so, ne? Nein, nicht darunter. Na? Das gibt's doch gar nicht. So. Nein, du auch nicht? Okay, dann kommst du auch nochmal weg. Kein Problem. So, dann versuchen wir das nochmal mit den Büschen. Einmal. Warte, den hatten wir jetzt dann nochmal. Zweimal. Und dann machen wir da nochmal so einen Ausläufer hin. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie scheibenkleistermäßig das ausschaut, aber es geht. Ja, das mit dem Baum ist eigentlich ganz hübsch mit dem Gras. Kann man tatsächlich so lassen. Die laufen dann halt so ein bisschen außen rum, aber das ist okay. Ne, die haben es ja jetzt auch nicht so weit. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Feintuning betreiben. Dann hätten wir hier nochmal so die Möglichkeit. Genau, und dann können wir ja gucken, dass wir das hier eben halt auch nochmal ein bisschen aufhübschen. Wir können auch vielleicht nochmal hier mit dem ein bisschen rübergehen. So. Na? Oh, da siehst du halt überhaupt gar nichts, ne? Da ist er. Und da hätte ich ihn gern rein. Tja. Genau, also das können wir dann später auch auf alle Fälle noch ein bisschen machen, ne? Aber jetzt wollte ich ja auch die Schneiderei noch ein bisschen dekorieren, weil da ist noch so gar nichts. Und das ist dann schon irgendwie sehr schade. So, jetzt packen wir den Zaun dahin. Ein Albtraum, glaube ich, für jeden Architekten, ne? Also, ein Albtraum. So. Dann müssen wir hier. Hier haben wir noch keinen drinnen. Aha, da müssen wir einen Träger. Haben wir noch einen? Nö. Na, dann aktivieren wir mal wieder. So, und hier machen wir dann Wolle, Stoffe und gewöhnliche Kleidung. Und jetzt müssen wir natürlich den Marktplatz auch ausbauen, ne? So, Herr Marktplatz. Hutwerkstatt? Nee, eigentlich nicht. Markttische. Dann nehmen wir den Warenstand. Naja, den musst du jetzt eigentlich schon hier hin tun, ne? So. Dann muss der halt ein bisschen laufen, aber dann ist das halt so.
Aber da ist jetzt eigentlich gar kein Platz mehr, ne? Habe ich zu weit. Habe ich jetzt nicht so gut mitgedacht. Naja. Passiert. So, das verkürzen wir hier nochmal ein bisschen, während wir das nochmal ein bisschen verlängern. Genau. So, hier möchte ich gern eigentlich schon nochmal so einen richtig großen Baum hinpacken. Das ist der hier, ne? Genau. Dass die Schafis da irgendwie noch so ein bisschen... So, ein bisschen Schatten haben. Und dann... Die Kiefern passen, die Tannen passen mir halt so gar nicht rein, ne, gerade. Das ist so... nee, passt nicht. So, dann könnten wir hier unten eigentlich nochmal so eine große Pappel hinpacken. So. Und dann reicht es eigentlich, wenn wir so ein bisschen mit den Büschen arbeiten, ne? Dass die hier nochmal durchlaufen, Schatten haben. So. Ich weiß nach wie vor nicht, ob sie die Forsythien essen würden. Keine Ahnung. Aber die packen wir jetzt vielleicht doch einfach nur hier vorne hin. So wird's gehen, ne? Okay, das ist ein sehr großer Strauch, aber das ist eigentlich ganz cool, glaube ich, ne? Pass mal auf, dann machen wir den nach hinten und den nach vorne. Nee, das sieht ganz seltsam aus. Nee, das machen wir nicht. Das sieht alles so komisch aus. Ist alles irgendwie nicht so... Na, mal gucken. Ist halt schon ein bisschen überdimensional groß geworden, aber das macht nichts. Ja. Ich würde, glaube ich, auch tatsächlich noch mal ein paar mehr Feldblumen hinpacken, weil ich die eigentlich echt schön finde, ne? Und auf so einer Blumenwiese fressen die Schafe halt einfach besonders gut, würde ich sagen. Entschuldigung. Ach, schön. Doch, ja. Ja, das kann man so machen. So, ich glaube, den hier können wir jetzt wegmachen. So, dann bauen wir natürlich nachher... Ah, da kommt schon die nächsten. Sehr gut. Da bauen wir nachher natürlich noch mal ein bisschen weiter. Oh, das ist sehr gut. Das ist auch schon angelaufen. Mega. Und? Ja. Oh, Entschuldigung. Das ging jetzt zu schnell. Und die wohnen da drinnen. Sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt hier dann einfach einen Träger rein, der gemeiner ist. Dann kann der da auch mit wohnen. Und dann, ja. Beziehungsweise, warte mal. Wir können auch sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die... Margit, du kriegst das da. Ah, die müsste dann nämlich automatisch dann zwar eigentlich ausziehen, aber ich schmeiße sie einfach schon mal raus. Und dann machen wir sie hier rein. Die Margit da. Uiuiui. Ui. So. Genau, dann arbeitet die da nämlich und dann müsste die eigentlich hier automatisch einziehen. Und dann haben wir das schon. So, dann brauchen wir hier natürlich Ressourcen. Zack. Da ist keiner da. Da müssen wir noch kurz warten. Der kann dann hier einziehen. Weil hier schon wieder zu viele Leute sind drin, glaube ich. Warte, da. Geringe Dichte. Nee, das passt. Förster. Und Sägewerkler. Ich verstehe nicht, wieso die nicht hier reinziehen. Ne? Ich kann es mir einfach nicht erklären.
Hier ist doch eigentlich genug Platz drinnen. Und ich meine, der eine Sägewerkler ist hier und der eine Holzfäller ist hier. Also, das ist mir zu hoch, ne? Jetzt probieren wir das nochmal. Vielleicht müssen wir hier einfach nochmal ein bisschen mehr Platz machen. Zumal hier ja eine Tür drinnen ist, ja, bei dem Haus. Also, die laufen da ja tatsächlich eigentlich nur rüber über die Straße. Sehr seltsam. So. Gut. Und dann habe ich doch gerade gesehen, die brauchen noch Entertainment. Kann das sein? Oh, ich wusste, dass das eine Fehl... dass das nicht so gut war, das noch mitzunehmen, dieses Entertainment. Ja. Okay, also die brauchen entweder Unterhaltung, Bier, Wein, Bärenbräu oder Apfelwein. Dann müssen wir das, glaube ich, aber erst freischalten. Ach so, und ich wollte ja hier eigentlich auch ein bisschen was verkaufen, ne? Warte mal. Ressourcen. Beeren. Das ist in Ordnung. Und Fisch können wir jetzt auch. Oberhalb 100. Genau. So, was können wir noch? Eier haben wir nicht. Geflügel haben wir nicht. Karkasse haben wir nicht. Gemüse haben wir nicht. Bretter können wir auch. Ich erhöhe es trotzdem mal ein bisschen. Stoff. Okay, machen wir erst... wenn wir noch ein bisschen mehr gemacht haben. So. Und jetzt muss ich von denen noch einmal einen... Wieso sind jetzt da zwei Leibeigene drin? Wer arbeitet da? Hä? Die Margit soll doch da gar nicht arbeiten. Die soll doch hier arbeiten. Genau. Da soll die Margit arbeiten, nicht hier. Ah, verwirrt. Entertainment. So, da. Fortschritt. Jetzt ist bloß die Frage. Habe ich das schon freigeschalten oder irgendwie irgendwas passt da nicht so ganz, ne? Irgendwas ist doch jetzt... Oder ist die hier irgendwo... Ne, das sind die Stonewalls. Oder habe ich tatsächlich doch nicht die mit reingenommen? Dann hätten wir jetzt... Ne, das ist doch Straßenkünstler, ne? Das sind sie. Aber das braucht 75 Punkte. Da fehlen es noch 20. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich mag keine Taverne bauen. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Die Maisfarm können wir vielleicht dann noch dazu machen wegen der Landwirtschaft. Das müssen wir dann mal schauen. Apfelweinbrauerei. Aber wo bietest du das? Bietest du das nicht auch in der Taverne dann an? Okay, also, ja, wir schauen mal, ne? Langsam Stück für Stück und sowas. Also, das ist jetzt dann schon, Okay. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Dekoration, ne? Das ist doch dann viel schöner und einfacher. So, hier hätte ich gern, lasst es euch überraschen, ne? Mit einem grünen Tuch. So, der packen wir dann mal, ja, so ein bisschen, den packen wir hier hinten hin. Ich glaube, das ist ganz cool. Hier kommt der niemals durch, aber das ist jetzt halt so. Dann kommen die Stoffspulen da rein, ne? Weil ich glaube, was anderes haben wir eh nicht, ne? Wir hätten jetzt Versand verschiedener Waren, Lebensmittel, nee. Also wenn, dann können wir eh bloß die hier nehmen. Aber cool ist es trotzdem. So. Ja, eine Schubkarre. Wäre schon auch nicht schlecht, ne? Jetzt ist bloß das Problem, dass der sagt, das ist so weit weg. Na, wenn du meinst. Werkzeuge braucht man nicht. Dann machen wir hier mal eine Laterne hin. Ja, ja, Laterne. Und dann packen wir hier noch eine Laterne hin. Und da darf auch keine Laterne fehlen. Dann haben wir das auch schon mal. Dann nehmen wir jetzt hier die Runden. Genau.
So, dann gucken wir mal. Genau, dann kommen hier die ganzen Wäscheleinen hin. Ob wir es diesmal mit genug Abstand schaffen? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Da kommen die ganzen Wäscheleinen. So. Ja. Müsste eigentlich so gehen, ne? Und dann noch die hier einmal andersrum. So ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen schief, aber es ist wahrscheinlich das Haus, was schief ist. Hm. So, Waschzuber. Überall Waschzuber. Gehört halt dazu, ne? Wassereimerchen. Brunnentechnisch, glaube ich, würde ich diesmal tatsächlich sogar... Haben wir gar keine... Wo sind die Brunnen hin? Bin ich jetzt drüber gefahren? Habe ich jetzt übersehen? Ah, die sind da drüber gewesen. Na gut, dann kein Wunder. Genau, nehmen wir jetzt mal den hier. Den packen wir uns hier hin. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. So. Stoffspulen, das wird jetzt halt eher so... Da, das ist jetzt grün, ne? Dann machen wir hier nochmal eine grüne hin. Dann machen wir jetzt dann oh, lila. Why not? Einfach mal was anderes. Dann nehmen wir gelb. Ach, die sind alle... Oh, feieiei. Nee, das ist ja blöd. Ach, da, du kriegst den Hut nicht zu. Okay. Das heißt, das musst du dann alles einzeln machen. Ugh, da habe ich jetzt zugegebenermaßen eigentlich nicht ganz so viel Lust drauf, das alles einzeln zu machen. Aber gut, da schauen wir dann mal. Was ist, wenn ich jetzt hier einen Vierer nehme? Ich hätte das gerne schon so... So. Ja, okay, und da kriegst du es halt mit dem Gras einfach. Das ist dann halt einfach weg. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, dass du trampelst da die ganze Zeit dran rum, weißt? Deswegen macht es keinen Sinn, es anders zu gestalten, bin ich der Meinung. So, und jetzt können wir hier eben halt nochmal ein bisschen... So. Und da. Jetzt gucken wir mal. Huch, Entschuldigung. Ja, weil das jetzt ist das Gras weg, ne? Jetzt siehst du halt auch ein bisschen was von dem, was die da machen. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn. So. Nochmal drei. Okay. Aber dann ist erstmal Schluss. Weil so schnell komme ich mit dem Bauen gar nicht hinterher, wenn ich mir diesmal so viel Zeit mit dem Dekorieren lasse. Genau. Das passt jetzt hier erstmal so. Jo, und dann... Falsch. Warte, da ist es. So, jetzt packen wir uns hier so ein paar Birken hin. Also so ein bisschen Grün musst halt doch hinpacken, oder? Das ist doch sonst echt blöd. So. Jetzt packen wir uns da halt so drei Bäumchen hin. Machen über die andere Mod. Das ist so ein sehr sattes, ne? Ich glaube, da passt das dann schon ganz gut. Dann
machen wir uns jetzt hier eine Hecke hin. Fummelarbeit. Dass das nicht ganz so kack ausschaut, ne? Und dann packst du dir hier nochmal ein Bäumchen hin. Kein allzu großes. Und, ja. Nochmal so ein bisschen Büschli. Mal schauen, dann ist es doch gleich alles so ein bisschen... Bisschen schicker, ne? Gut. Da hängt jetzt die ganze Wäsche, das Schneiden, das ist alles. Ja, das passt doch erstmal. Ne, die können da jetzt einfach irgendwie langlaufen. Das sieht dann kein Mensch mehr. Da Kisten, die packt das jetzt hier rüber, ne? Perfekt. Hier wohnen die vier. Nee. Wo wohnt sie? Die wohnen jetzt bestimmt hier hinten drin, dann stimmt's. Ist so blöd. Nee, doch nicht. Nee. Wo wohnt sie? Oder ist es immer noch nicht zu Hause? Warum wohnt sie hier? Sie ist doch eigentlich... Hä? Ich bin total verwirrt. Oder habe ich zweimal die gleiche? Hä? 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 Hatte ich nicht? Du müsstest doch eigentlich Träger sein. So, Margit. Oh Gott. Genau, und du sollst dann eigentlich hier wohnen. Und du wohnst aber hier hinten. Ja, weil da das bürgerliche Haus ist, ne? So, jetzt hoffe ich, dass das besser funktioniert. Eieieiei. Ja, hier hinten wohnen eigentlich... Wohnen hier... Ja, doch. Hier wohnen die vier. Das müssten... Also manchmal ist das echt, ne? Bergarbeiter, Bergarbeiter, Bergarbeiter. So, das passt. Dann wohnen jetzt hier die restlichen Bergarbeiter, ne? Träger, Bergarbeiter. Genau, und einen Bergarbeiter wollten wir ja... Pass auf, dann machen wir das doch hier. Du bist doch jetzt... Dann machen wir dich da. Und... Dich... Oh... Dich packen wir jetzt hier rein. Und dann hoffe ich, dass du jetzt dann da einziehst. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Und den hier, den Träger, den wollten wir noch, die wollten wir noch erhöhen. So, genau, weil dann ziehen die beiden hoffentlich da jetzt ein. Und dann haben wir noch vier Bergarbeiter, die da wohnen. Genau, beendet seine Arbeit und dann hoffe ich, fängt er hier an. Ich hoffe einfach, dass das funktioniert. Heidewitzka, mei, das ist ja... Hat er denn Arbeit aus? So. Okay. Ja, da müssen wir dann langsam mal ein bisschen mehr Holz mitnehmen, aber das passt schon. Gut. Dann haben wir jetzt das alles soweit. Und jetzt könnten wir doch hier eigentlich noch einen Vogt hinmachen, ne? Eine Vogtei. Weil das ist ja bloß die Haupt... Der Hauptsitz. So. Dann wäre das jetzt hier so ein bisschen die Überlegung. Pass mal auf, wenn ich jetzt... das so hinmache. Nee, das sieht nicht ganz so schön aus. So. Soll aber eigentlich keine Vogtei sein, ne? Kiralein.
Weitere Funktion, eine Schatzkammer. So, pass auf, jetzt machen wir das dahin. So. Jetzt packen wir das da mit rein. Genau, dann könnten wir hier ein Türmchen hin platzieren. Das darf auch ruhig ein bisschen größer sein, ne? So, dann sieht es da hinten kein Mensch. Den drehen wir jetzt nochmal so, dass das Fenster nicht zu sehen ist. Ja, das Fenster ist jetzt halt... Aber wenn ich es zu weit reinmache, dann hast du hier, ne? Na, es geht. Das ist okay. Können wir vielleicht noch ein bisschen rutschen. Ja. Das kann man so machen. Wir können den ja auch einfach nochmal ein bisschen höher machen. Wir haben keine Werkzeuge mehr, ne? Kaufe ich die zufällig noch ein oder ist das irgendwie rum mit dem Einkaufen von Werkzeugen? Ist rum. Okay. Wir machen mal, bis wir 20 haben. Ich glaube, das müsste dann eigentlich reichen, hoffe ich. Wir können hier verkaufen, bis wir noch 100 haben. Und dann wäre doch das mit den Steinblöcken noch, ne? Oder? Behauene Steine. Nee, das haben sie nicht mit drinnen. Okay. Genau, da bräuchten wir jetzt Brot. Dann könnten wir die hier freischalten. Dann könnten wir auch Klamotten und Brot verkaufen. Hier, ja, die Werkzeuge, das macht keinen... Ich glaube, das macht keinen Sinn zu sagen... Holzschindel? Aha. Dass wir Werkzeuge so viel einkaufen, bis wir die Route hier... zum Verkaufen, weil wir bisher dann nur Weizen verkaufen könnten. Und hier, ich glaube, behauene Steine kaufen sie halt gar nicht. Okay, alles klar. Dann ist es halt so. Milch, okay, da könnte man überlegen, ob man nochmal so einen Milchhof oder sowas macht. Stoff, genau. Okay. So, dann hätten wir, das sieht jetzt aber blöd aus dann, ne, mit dem dann so. So fällt es nicht auf. Das geht schon so. Dann brauchen wir die Vogtei. Da hätte ich gerne... Ach, wir können es eigentlich auch so hinstellen, ne? Das ist dann im Prinzip wie so ein Gang, weißt du? So ein... Ja, und da... Aber brauchen wir noch eine Vogtei? Eigentlich nicht, ne? So. Oder sollen wir es dann lieber so machen? Aber es sieht, glaube ich, dann komisch. Aber dann hast du hier eine Lücke. Nee. Das können wir nicht machen. Das geht nicht. Das sieht seltsam aus. Nee, das muss schon hoch. Das muss schon da hoch. So wird es gehen. Dann ist es nicht ganz so hoch. Das ist okay. Und dann brauchen wir natürlich hier jetzt auch nochmal einen Eingang. Ja, doch. Wir können hier von mir aus auch noch einen Kamin hinpacken. So, wir brauchen jetzt 7. Okay, den Rest, der kommt dann halt einfach später. Okay, was kostet uns das jetzt, wenn wir das jetzt bauen? Sieht man nicht. Okay, dann bauen wir jetzt halt einfach. 17. Naja, das passt doch. Das ist in Ordnung. Lagerplatz voll. Ja, das passiert auch ganz automatisch. Okay, dann haben wir für heute eigentlich jetzt erstmal alles erledigt, was ich erledigen wollte. Wir haben uns dekorativ mal wieder gut ausgelebt. Mit dem Sortieren, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, warum die hier nicht rein wollen, ne? Ich kann es mir nicht erklären, weil wir haben hier 3 Leute und der wohnt wieder so weit weg. Ja, das ist, die wohnen wieder hier drinnen. Ich schmeiß die hier echt raus. Ich überlege schon, ob ich das Haus einfach abreiße. Aber dann haben wir ja das Problem mit den Arbeitslosen. Aber er will halt einfach nicht... Wer ist das? Förster. Die wollen einfach nicht in dieses Haus reinziehen, ne?
Wir probieren es mal so. Vielleicht gehen sie dann eben halt hier hin. Dann machen wir das da eben halt so ein bisschen auf. Vielleicht klappt es jetzt, ich weiß es nicht. Weil eigentlich ist hier ja genug Platz, ne? So, hier sind, glaube ich, noch gar keine Förster drin in dem zweiten. 92 Meter. Also der wohnt sogar hier drinnen. Die ist arbeitslos. Das ist nicht schlimm. Da ist auch arbeitslos. Auch arbeitslos. Träger, Träger. Ja, pass mal auf, dann machen wir doch. Hier. Dann packen wir hier noch die da rein. Und hier Heli-Set oder so. Dann ist es auch okay, wenn sie da wohnen. So, jetzt einmal zumachen. Okay. Kompliziert. Aber gut, wir kriegen das alles hin. Jo, also ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war mir wieder eine Freude für euch zu bauen und zu dekorieren. Und jo, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.